Viele denken, dass das Baitband speziell für Dumbbells oder Pellets gedacht ist, aber da irrt ihr euch. Ich habe was für euch. Der kleine Helfer kann nämlich viel mehr. Seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei mir bei MS Fried Fishing TV und für alle Neulinge, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Michael Schlögel. Ich habe Hobby zum Beruf gemacht. 1998 bin ich selbstständig und meine Passion ist Friedfischangeln pur. In der Selbstständigkeit führe ich auch Kurse durch, praxisnahe Kurse in der Gruppe als auch Privatcoaching. Wer dazu Interesse hat, der kann mir gerne eine Mail schreiben und jetzt geht's zum Film. Hier seht ihr hoffentlich das kleine Mikrobaitband gebunden am Haken als Haar. Und wichtig ist, das Natur-Latex-Gummi, das muss einen ganz, ganz engen Durchmesser haben, sonst funktioniert nicht das, was ich jetzt hier euch zeigen werde. Wir gehen mal runter. Und zwar als erstes besteht die Möglichkeit, mit Naturködern eine Einzelmade hier aufzuziehen. Wichtig ist, rauszusuchen, es muss wirklich eine leblose sein. Dann gehe ich hier mit dem Spreizer. Das ist alles, habe ich sehr filigran. Gehe ich hier, öffne ich und dann schließe ich und ziehe hier vorsichtig zu. Und da seht ihr, das ist jetzt sauber aufgezogen und die Spitze ist frei. Extrem gut für einen Flatkorb oder für clevere Fische, für Karauschen, für Rotaugen weniger, aber auch für Brassen. Wichtig ist, dass es leblos ist. Bewegt sich das, dann zieht sich das Band hier runter vom Körper. Und das wäre fatal. Und jetzt die Version im Bündel. Man legt sich die drei Maden so zurecht wie hier. Die Zange schon soweit vorbereitet, auseinandergespreizt und geht dann zusammen. Zieht das Ganze wieder vorsichtig zurück, das nicht vermatscht. Da ist jetzt richtig Druck drauf. Das ist auch gut so, da kann den nicht verrutschen. Auch hier leblose. Und ihr seht, wichtig ist, die Spitze muss immer frei sein. Wenn der Fisch einsaugt, dann hakt er sich mit dem Herrig von alleine. Perfekt, da kann nie eine Made über die Spitze rutschen. Also könnt ihr definitiv mal probieren mit Naturköder Made. Im nächsten Schritt ein weiterer Naturköder. Man kann natürlich auch einen Caster aufziehen, nur da müsst ihr aufpassen, was ihr für Baitband nehmt. Bei den Maden habe ich ja das Mikro-Baitband genommen, das kleinste, was ich anbiete. Beim Caster, die sind empfindlich, da platzt gleich die Haut auf und dann kommt der Matsch raus. Da müsst ihr eine Nummer größer, das Small, nehmen. Und das habe ich jetzt hier auch schon eingespannt. Und wichtig bei der Handhabung von der Zange ist, also das ist sehr filigran. Es kann auch sein, dass es manchmal matscht. Wichtig ist, die Zange, soweit es geht, nicht gleich schließen, weil die Zange hat so viel Spannung und dann zieht es das so weit runter. Das ist mir jetzt gelungen, sonst macht mit der Zange wird der Matsch hergestellt. Das wäre blöd. Ihr seht, auch hier ist der Haken wieder frei. Der Fisch nimmt und hakt sich hier selbst. Man kann einen Floater hier einsetzen, da treibt er ein bisschen hoch. Man kann einen schweren Caster nehmen, also einen hellen, und kann so probieren. Allerdings geht das nur mit einem Single, also mit einem einzelnen Caster. So, im nächsten Schritt zeige ich noch ein schönes Naturköder. Hier der nächste Naturköder, den wir ans Baitband anbringen. American Sandwich. Richtiges, saftiges Toast. Vielen Dank, Marco, für den guten Tipp. Hat was gebracht. Wir gehen mal runter und dann zeige ich, wie es geht. Das Ganze raus, da ist von der Konservierung ist am saftigsten. Und ja, Zange, alles schon aktiviert, vorbereitet. Und jetzt kommt es darauf an, was für eine Größe ich nehme. Das muss zum Haken passen. Kleiner Haken, kleine Flogge, großer Haken, große Flogge.
gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, ich mache es ein bisschen länglich, kommt es gut rein, mach zu, zieh es zurück. Ja, da ist gut Spannung drauf auf der Zange. So, und schon sind wir fertig. Ihr seht es, das Gute bei der Flocke ist, die geht auf wie Watte, die ist natürlich. Die Fische kennen das vom Füttern von der Schwäne. Und sie geht ganz, ganz natürlich langsam unter. Und der Fisch, der normal sehr misstrauisch ist, der nimmt das bedenkenlos, könnt ihr mir glauben. Und vor allem nicht nur an dem kurzen Vorfach, sondern auch man kann mit langem Vorfach fischen, also nicht mit Method. Und sehr genial auf Döbel, auf Aaland, auf alle größere Fische. Natürlich Rotfeder nehmen es auch, da muss man dann aufpassen. Und es ist auch sehr resistent, man kann da ein paar Mal rein und rauswerfen. Das hat mich selbst gewundert. Das saugt sich dann gut voll, wird dann schwerer. Und wenn man dann merkt, man bekommt die Bisse dann in der Absinkphase, dann ist es immer besser, nehmt Frisches, weil da ist noch viel Luft drin. Nachher ist das vollgesaugt. Wenn der Fisch auf den Grund nimmt, dann lasst es erstmal so. Schaut auf die Stoppuhr, wie lang das noch am Haken hängt. Und dann wisst ihr ungefähr, wann ihr wieder einholen müsst. So, dann kommen wir zum nächsten Hakenköder. Dendro ziehe ich jetzt auf. Dazu gehe ich jetzt wieder runter. Was man dazu braucht, ist entweder lange Fingernägel zum Abknipsen des vorderen Kopfes, das ist der harte Teil, oder besser gesagt die Schere. Kopf wird entfernt. Das nächste Hilfsmittel aus unserem Programm ist die MS Range Boilie, Spleasing Needle, das ist der englische Fachausdruck, also für Boilies gedacht. Der wird jetzt hier zweckentfremdet. Ich muss jetzt hier da durch. Das ist auch wieder filigrane Arbeit. Und komme jetzt hier so nach 1,5 cm wieder raus. Hier ist der Schließer. Dann kommt der Baitband, wird hier eingehakt. Dann wird der Schließer zugemacht. Jetzt kann schon mal nichts passieren. Jetzt spreize ich das Baitband und ziehe das hier leicht drüber. Seht ihr das? Und jetzt öffne ich das wieder. Jetzt seht ihr, was passiert ist. Das zieht sich zusammen, das wird dicker und das ergibt den Halt. Jetzt kann ich hier unten natürlich den lang lassen, wie ich es möchte. Und es sieht ganz natürlich aus, nicht schwer, nicht künstlich. Die Spitze ist wieder frei, das ist ganz wichtig, dass der sich nicht hier rumlegt. Und das ist auch eine geniale Idee. Ihr seht, ihr habt jetzt viele verschiedene Varianten gesehen. Das Baitband ist nicht nur für Pellets gedacht. Und wenn ihr in der Kommentarleiste noch andere Köder kennt, lasst es mich bitte wissen, wie mit dem Toast, mit Marco, super Tipp. Da würde ich mich freuen. Ich würde mich auch über ein Gefällt mir natürlich wieder freuen. Oder wenn ihr sogar ein Abo hinterlegt und dann werdet ihr jedes Mal immer informiert und ihr seid auf dem neuesten Stand. Das war's mal wieder. Bis zum nächsten Filmchen. Euer MS. Bis dann.